Ja, moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Sportwetten-Video. Heute soll es um Sportwetten für den Morgen Samstag gehen und ich habe eine gute Nachricht. Auf dem Channel geht es wie gewohnt weiter und zwar tagtäglich, denn mein Hauptkanal ist wieder zurück, sodass dieser Channel weiterhin fortgesetzt werden kann ohne Probleme. Das heißt, es geht wieder weiterhin täglich ähm, ja, los, ohne, zwei, ohne Pause kann man so sagen. Ähm, deswegen, wie gesagt, gerne abonnieren, wenn es ja auch mal auf dem Laufenden bleiben willst und Sachen beste Tipps. Ich bin der Meinung, dass ich schon eine gute Expertise habe, welche Tipps und welche Spiele sinnvoll sind und welche nicht. Wir ähm, klären das Ganze dann immer in Richtung Abstimmung, denn ich finde eine Expertise ist natürlich besser als ähm, ja mehrere Expertisen sind besser als eine Expertise. Formulieren wir das Ganze so. Und am gestrigen Tag, am gestrigen Video, dort wird sich sicherlich noch der ein oder andere, weil ich die Videos immer relativ früh am Morgen aufnehme, dazu entscheiden abzustimmen, sodass ähm, ja wahrscheinlich noch die eine oder andere Stimme dazu kommen wird. Ah, der HSV mit dem Direktzieg beim FC Erzgebirge. Aue für den heutigen Freitag ist der Haupttipp. 1,60 Quote natürlich nicht sonderlich hoch. Trotzdem sehe ich ähm, in Bezug darauf, dass der ASV wirklich eine weiterhin trotzdem sehr dominante Spielweise hat und der FC Erzgebirge Aue aktuell ja doch eher formschwach unterwegs ist, es fehlt vorne und hinten, deswegen glaube ich schon, dass der HSV dieses Spiel alles vor allem für sich entscheiden kann, ähm, ja wie gesagt, deswegen sehe ich diesen Tipp für den Freitag als sinnvollsten Tipp an, du siehst, abonnieren macht Sinn, denn du bekommst immer die höheren Quoten, 1,53 Quote jetzt nur noch, gestern als ich das Video hochgeladen hatte, war es bei 1,60, deswegen wie gesagt, abonnieren lohnt sich, ansonsten natürlich gerne in der Telegram-Gruppe beitreten, Link dazu ist in der Videobeschreibung, das sind die letzten 10 Spiele in der Statistik, 3 waren an Zahl falsch. Wie gesagt, wir hatten in den Durchhänger Parma, Pisa und Venedig, Turin. Das hätte natürlich besser laufen können. Die grau markierten Bereiche sind Cashback. Da hast du deinen Einsatz wiederbekommen. Die Roten sind falsch, während die Grünen richtig sind. Ist wahrscheinlich sehr selbsterklärend. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar, wir beginnen tatsächlich in der ersten Bundesliga. Wie gesagt, es handelt sich um Wetten für den morgen Samstag. Auch dort könntest du die höhere Quote mitnehmen. Natürlich solltest du dir deine eigenen Gedanken zu machen. Auf jeden Fall der SC Freiburg zuletzt mit einem 13-0 Heim-Erfolg gegen den FC auch. Dann haben sie das letzte Spiel im Dreisam-Stadion ähm, ja, verbracht. 13-0 haben sie gewonnen. Ähm, allgemein, ja, performance-technisch sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Platz 5 steht aktuell zu Buche, noch keine Niederlage. Das heißt, SC Freiburg ist aktuell noch ungeschlagen. Und während Hertha ja sehr, sehr enttäuschend aktuell performt, die einzigen zwei Siege gab es gegen die Aufsteiger VfL Bochum und führt zu, sodass diese jetzt nicht so hoch zu werten sind. Besser zu werden ist für mich das 6-0. Das zeigt die, ja, das Mannschaftsgefüge. Dort stimmt es nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft zusammenpasst und der Trainer Paul Dada, der wahrscheinlich der beste Trainer für Hertha BSC für diesen Verein ist, trotzdem wahrscheinlich keinen Zugang zu dieser Mannschaft findet, ähm, wenn man es als Mannschaft betiteln möchte. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen in den asiatischen Bereich, gehen aufs 0,0 für den SC Freiburg. Das heißt bei Unentschieden gibt es das Geld zurück, den Einsatz zurück. Falls du nicht bei Bet365 oder Wetter Peter wettest, die asiatisch Handicap anbieten, dann kannst du auch gerne Head-to-Head ähm, ja, -Head tippen. Das ist im Endeffekt der gleiche Tipp. Ansonsten äh, Portsmouth gegen Sunderland. Ähm, England League One ist im Endeffekt die dritte englische Liga, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Sunderland, ein ganz alter Traditionsverein, sehr lange in der Premier League unterwegs gewesen, versuchen seit Jahren aufzusteigen. Ähm, hoffentlich gelingt es, denn es äh, ist wirklich ein sehr, sehr starker Traditionsverein. Sie hatten auch in der dritten Liga knapp 30.000 Zuschauer, zumindest in den Anfangsjahren, und ähm, ist es ist ihnen wirklich zu gönnen, dass sie den Aufstieg schaffen. Ich kann jedem ans Herz legen, schaut euch die Doku beispielsweise auf Netflix an: Sunderland Till I Die. Wirklich ein sehr, sehr großer Traditionsverein. Die Gegend lebt dort durch diesen Verein. Deswegen ähm, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser Verein wieder eine Etage höher spielen würde. Und ähm, ja, sie sind auf einem guten Weg dazu. Platz 1 aktuell 7 Sieger aus 9 Spielen, eine Unentschieden. Ports ähm, 30er aus 10 spielen nicht sonderlich stark. Ähm, und natürlich bei Sunland steckt ein bisschen mehr Geld dahinter. Und ähm, ja, deswegen sehe ich Sunland natürlich vorne, aber man darf nicht vergessen, es ist eine sehr, sehr enge Liga. Eine meiner favorisierten Tipps für den Samstag. Schöne 1,775 Quote für das Asiatische Handicap. Ansonsten geht es weiter in eine Liga, die ebenfalls, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich aus einer Mannschaft besteht, wenn man drauf tippen möchte. Und zwar ist dies. Toulouse gegen, ach oh Gott, erspart mir den Namen, bevor ich es hier falsch ausspreche. Französisch hatte ich damals nicht als Zweig gewählt, ähm, deswegen erspare ich mir den Namen der Heimmannschaft, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, ein Sieger aus 10 spielen Toulouse, ähm, klar, wieder Tabellen erst. Sie haben letzte Saison knapp den Aufstieg verpasst, ähm, deswegen Toulouse, klarer Favorit. <laughs> Sie haben den höchsten Etat ähm, dort in dieser Liga und sind klarer Favorit auf Platz 1. Deswegen kann man, auch wenn es nicht so hoch scheint, 1,66-Quote geht auf jeden Fall in Ordnung. Sie haben wirklich ein spielerisch sehr, sehr gutes Team. Und ansonsten schauen wir mal weiter. Und zwar Turin gegen Juventus-Turin. Auch ganz interessantes Duell. Turin letztes Jahr lange Zeit im Abstiegskampf mit dabei. Turin, also Juventus-Turin, wird ein bisschen schlecht gemacht aktuell. Sie sind natürlich schlecht in die Saison gestartet. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Zuletzt haben sie 1-0 gegen Chelsea gewonnen, gegen Sampdoria, Genua gewonnen, gegen Spezia gewonnen. Natürlich nicht sehr überzeugend. 3-2, 3-2. Am Ende zählt der Sieg. Ähm, trotzdem zwei Champions League-Siege Turin. Letztes Jahr im Abstiegskampf, dieses Jahr ein bisschen besser gegen Venedig. Dort hatten wir sie auf den Schein 1-1. Ähm, kamen sie jetzt auch nicht darüber hinaus. Ähm, Platz 9 gegen 10. Ja, das muss aus meiner Sicht ausgenutzt werden für Juventus Turin. Sie haben natürlich die spielerische Klasse, um eine Mannschaft wie Turin zu schlagen. 1,90 Quote. Deswegen aus meiner Sicht Ganz interessant und dann haben wir noch ein Spiel ebenfalls in Italien, wo ich die Quote überhaupt nicht verstehen kann. Vielleicht hast du dort ein bisschen mehr Infos dazu. Und zwar Alessandria, die ähm, hatten wir ebenfalls schon mal im Schein. Also gegen sie haben wir bereits getippt. Und ähm, ja, bisher siehst du ja die Performance seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Es geht schon wieder Richtung Abstieg zu Null Sieger aus sechs Spielen. Ein Unentschieden konnten sie holen und. Ja, Crosenza natürlich jetzt auch keine unfassbare Übermannschaft in dieser Liga. Platz 39, ein Unentschieden, ähm, zwei Niederlagen. Ähm, das auf jeden Fall zu erwähnen. Trotzdem, zuletzt sah die Performance auf jeden Fall ganz ordentlich aus. Deswegen verstehe ich die Quote in keinster Weise und ich sehe dort absolutes Value. 2,750 Quote, sehr, sehr schmackhafter Tipp in der Hinsicht. Fast ein Verdreifach ja, in der Hinsicht. Also auf jeden Fall einzeln anspielen, das Ganze. Das wären die fünf Tipps. Du findest sie wie immer in der Abstimmung unter den Kommentaren, äh, unter der Videobeschreibung. Deswegen gerne, gerne Abstimmung. Umso mehr Expertisen, umso besser. Der Tipp mit den meisten Stimmen wird dann auf Telegram und auf Instagram ähm, ja, morgen gepostet, sodass du dort auch informiert wirst, was der finale Tipp am Ende dann ist. Aber du kannst natürlich die Statistik jeder, äh, jederzeit auch einsehen, sodass du dort auf den aktuellsten Stand bist, um gegebenenfalls auch vorher die Wette zu platzieren, um einfach eine höhere Quote mitzunehmen. Ansonsten wäre es das mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren für den Algorithmus, gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen, wenn der Channel durch die Reichweite dadurch wachsen würde und ansonsten. Wünsche ich dir viel Spaß beim Fußballschauen, viel Glück bei deinem Wetten und wir sehen uns dann am Morgen Tag für Wetten zum Sonntag wieder. Und ich kann nur noch sagen: Hau rein und ciao.